Willkommen auf unserem Kanal. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie das EasyCan-System an Ihrem BMW G3 Motorrad nachrüsten können. Das EasyCan ist eine kostengünstige und innovative Plug-and-Play-Lösung, die keine Programmierung benötigt. Die Installation ist so einfach wie der Zusammenbau von Möbeln eines bekannten schwedischen Möbelhauses. Das EasyCan ermöglicht es Ihnen, Ihr Motorrad auf einfachste Weise mit elektronischen Zubehörteilen nachzurüsten. Sie können diese Zubehörteile sogar über eine PC-Software konfigurieren. Zum Beispiel Zusatzleuchten, Signalhorn, Rück- und Bremslichter, Navi, Sitzheizung, Ladegerät, beheizte Lenkergriffe und vieles mehr. Der Einbau des EasyCan ist in wenigen Schritten erledigt. Lassen Sie uns anfangen. Finden Sie einen geeigneten Platz für das EasyCan-Modul unter der Sitzbank oder in einem anderen zugänglichen Bereich. Einmal Plus. Einmal Minus. Die Brücke für CAN-Bus. Die Ausgänge für die Nachrüstungen. Mini-USB-Buchse. Sicherungshalter mit einer Sicherung. Klemmen Sie die Batterie des Motorrads ab, um jegliche Kurzschlüsse zu vermeiden. Verbinden Sie die EasyCan-Kabel mit den entsprechenden Anschlüssen des Motorrads. Schließen Sie die gewünschten Zubehörteile direkt an die entsprechenden Ausgangsmodule des EasyCan an. Kein Löten oder Schneiden von Drähten nötig. Diese Ausgänge sind für den Anschluss von Zubehör, eine Zusatzhupe, ein Zusatzbremslicht, eine 12-Volt-Steckdose für eine beheizbare Weste oder für Navigation. Wenn der Ausgang nicht benötigt wird, kann man diesen mit einem Blindverschluss verschließen oder abdichten. Mithilfe der EasyCan-Software können Sie Ihre elektronischen Zubehörteile verwalten und nach Ihren persönlichen Anforderungen konfigurieren. Verbinden Sie dazu erst das EasyCan-Hauptmodul per Micro-USB-Kabel mit Ihrem PC. Hier können Sie die Aufgabe des Ausgangs festlegen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel linkes Licht, rechtes Licht, beide Lichter, Zubehör oder Hupe. Zur einfachen Erkennung sind die Kabel für das Zubehör farblich gekennzeichnet. Rot, Blau, Gelb und Weiß. Im Konfigurationsprogramm können Sie das Verhalten und die Intensität der einzelnen Anbauteile per Schieberegler steuern. Im Menü kann man jedes Zubehörteil anpassen. Hier sind die Optionen für das Bremslicht. Man kann es so einstellen, dass es bei jeder Notbremsung blinkt, ebenso bei einer schnellen Motorbremsung. Jetzt ist es an der Zeit, das System zu testen. Achten Sie darauf, die Kabel sauber zu verlegen und zu sichern, um Scheuern oder Schäden zu vermeiden. Schalten Sie das Motorrad ein und überprüfen Sie, ob alle angeschlossenen Zubehörteile ordnungsgemäß funktionieren. Nach der Umschaltung der Elektrik werden Fehler angezeigt. Diese verschwinden, sobald das Motorrad wieder fährt. Und das war's. Der unauffällige Plug-and-Play-Aufbau sorgt dafür, dass keine Eingriffe in die vorhandene Elektronik notwendig sind. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, lassen Sie uns ein Like da und abonnieren Sie unseren Kanal für mehr Anleitungen und Tipps rund um Ihr Motorrad und Auto. Bis zum nächsten Mal und sichere Fahrt!